Hallo und herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind wieder unterwegs in OMSI 2 auf der Map Alheim-Laurenzbach und zwar auf der Linie 811 von Laurenzbach Hauptbahnhof nach Derendorf-Markt. Ich habe mal gedacht, auf der Strecke können wir mal einen Hamburger Großgelenkbus benutzen. So, den fahren wir heute auch. Keine besondere Lackierung, einfach nur schlichtes Weiß. Als kleiner Einsatzwagen müsste das schon passen. So. Machen wir den Bus mal an. So. PIN. Ist die? So. Ja, die ist von mir aus auch korrekt. 811.01. Da fahren wir jetzt gleich auch ab in 4 Minuten. Heißt, wir können auch gleich schon mal da vorne hinfahren. Muss aber noch kurz eine Sache machen. Ach, fahr schon, Verkauf ist an. Okay, dann brauche ich ihn nicht anschalten. So. Gut. Hätten wir das auch. Na komm, was ist los? Handbremse raus. Gang rein. Und dann würde ich sagen, ziehen wir mal hier nach vorne. Entschuldigt, dass aktuell nicht allzu viele Videos kommen. Das liegt daran, dass ich einen neuen Job angefangen habe. Und ja, damit erstmal klarkommen muss, beziehungsweise da erstmal die Schulung beenden muss. Und deswegen ich nicht unbedingt viel Zeit habe, da jetzt Videos zu produzieren. Aktuell. Wird sich aber demnächst wieder ändern. Besonders hoffe ich, wenn die Schulung dann jetzt nächste Woche Mittwoch vorbei ist, dass ich dann wieder ein bisschen mehr Zeit habe. Alles zu machen und Videos zu produzieren. Aber das sollte schon alles funktionieren. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Hoffe ich. So. Nach 2 Minuten machen wir mal hier ein bisschen. So, um 20 haben wir, glaube ich, Abfahrt. Ach, kommen noch mehr Leute. Hallo. Hallo. Noch jemand? Ja, noch jemand, der hier rein will. Hallo. So, machen wir die Tür auch mal wieder zu. Steht da jemand hinter uns? Achso, normaler Mercedes. Okay, der stört hier erstmal keinen. Okay. So viel, sowas passiert, wenn man gegen das Mikrofon haut. Beim Lenken. Ja, ja, du hast keine alten Beine, ist okay. Ja. Fängt ja schon mal wieder gut an, ne? Gucken wir mal, wie lieb die Ampeln zu mir sind, wenn in Wuppertal jetzt Anfang der... Nee. Mitte, Ende nächster Woche rauskommt. Was ich auch auf jeden Fall zeigen möchte auf meinem Kanal. Definitiv. Nur mal gucken, was dann so alles passiert. So, aber jetzt erstmal mit dem Monstrum, falsche Taste. Mit dem Monstrum hier einmal rumkommen. Und vielleicht versuchen, nicht so oft mein Mikro zu schlagen. Das gefällt ihm auch nicht so unbedingt. Nächste Haltestelle, Winsenburger Brücke. Geradeaus, geradeaus. Ich hätte auch den ALX fahren können, aber ich meine, dass der fährt nur über Autobahn. Das ist ja dann nicht so lustig mit so einem Bus. Wenn wir nur über die Autobahn fahren. Na, komm dran. Hallo. Darfst doch reden mit mir. Na ja, gut. Vielleicht wollen sie ja gleich nochmal mit mir reden. Mal gucken.
nächste Haltestelle Stadthalle. Dort nicht, ist grün, okay. Sah gerade so ein bisschen anders aus. Ach, ich steig doch hinten ein. Gut. Wann ist das so? Dann habe ich nichts dazu gesagt. Nächste Haltestelle, Friedrich-Ebert-Straße. Hier jemand einsteigen? Ja. Na ja, klar. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt unterwegs sind, aber ich glaube, so knappe Stunde, oder? So für 15, 11, 20? Ja, so eine knappe Stunde sind wir jetzt hier unterwegs. Das passt schon. Da kriegen wir hin. Nächste Haltestelle, Steinstraße. Bin mir gerade gar nicht sicher, aber ich glaube, ich bin mit diesem Bus hier tatsächlich noch nie gefahren. Ich bin heute den ganzen Tag unterwegs und deswegen brauche ich so ein Ticket, was für den ganzen Tag reicht. Sie wissen schon, eine Tageskarte heißt das. Ja, bitteschön. War gar keine Kasse da. Aber wenigstens reden können sie. Das ist doch schon mal positiv. So, du lässt mich? Ja, du lässt mich. Das ist fein. Nächste Haltestelle, Flurstraße. Man bremst nicht, wenn man rüberfährt, es sei denn, der vor einem steht oder bremst auch. Hier ist keiner, ich will auch keine aussteigen. Ich muss hier rüber, ne? Nächste Haltestelle, Haus für Kunstgeschichte. Was ist denn da unten? Arnhem oder von Hamburg? Von Berlin, oder? Ja, von Berlin. Dann ist die Berliner Anzeige da drin. Okay. Ist ja nicht so schlimm. Hallo, Kollege. Nächste Haltestelle, Lorenbeck. Ja. Direkt weiter. Möchte man sich einmal kurz ausruhen und darf dann direkt weiterfahren? Nee. Es geht gar nicht. So. Kurz hier die Türen auf. Hallo.
wenig Verkehr hier auf dem Montag. Ja, wie spät ist es? 11 Uhr, ne? Ja, 11:30 gleich. Nächste Haltestelle, Dora Dreh. Ist eine wunderschöne Strecke zum Rasen. Einfach mal ein bisschen Zeit aufholen, Gas geben, aber nein, man darf hier ja nur 50 km/h fahren. Wie sollte es denn noch anders sein? Du biegst da ab. Heißt, ich darf weiterfahren. Sehr gut. Der fährt ja, das ist ja unglaublich. Er hat da seinen Führerschein gewonnen, oder was? Sü, hallo. Guten Tag. Die wollen nicht. Dann haben wir dich. Nächste Haltestelle, Dora Bahnhof. Weiß gar nicht, ob ich hier noch durch irgendeine enge Baustelle oder so durch muss. Ich hoffe ja mal nicht, dass das so ist. Könnte dann doch ein bisschen enger werden. So, weiß ich, soll mich jetzt eigentlich hier durchquetschen? Ja, also, anständig fahren. Sagen Sie mal, das gibt's ja nicht. Können Sie mal ein bisschen ruhig fahren? Was ist denn hier? Aussteigen hier auf dem Weg raus. Gar nicht. Ja, ja. Wo haben Sie denn Ihren Führerschein gemacht, junger Mann? Mann, Mann, Mann. Nächste Haltestelle, Unternehmensverbände. Ich hab mich doch nur an die Verkehrsführung gehalten. Aber scheinbar war mein Bus zu breit dafür. Ja. Ja, nö. Jetzt bin ich schon drüber. Nächste Haltestelle, Pfannkuchenweg. Hallo. Nächste Haltestelle, untere Vogelsauer Straße. Stopp. Und dann stehen wir. Guten Tag. Hallo. Dann nicht. Kann nicht mitleben. Nee.
nächste Haltestelle Balekamp. Hallo. Keiner will mit mir reden. Finde ich gar nicht nett.